Ich bespreche mit dir die Aufgabe 3 aus der Abschlussprüfung Mathematik aus Bayern aus dem Jahr 2023. Das ist aus dem taschenrechnerfreien Teil. Ja, versuch es doch vielleicht erstmal selber und vergleiche es dann mit meiner Lösung. Ich fange in diesem Video mit der Aufgabe 3.1 an. Hallo und herzlich willkommen. Ja, worum geht's da? Die Tasten C, D, E, G und A eines Klaviers können mit Hilfe einer Software angeschlagen werden. Dabei werden Melodien erzeugt, indem 4 Tasten zufällig nacheinander angeschlagen werden. Beispiel für eine solche Melodie: A, C, D, C. Oder man könnte auch AC/DC sagen, wie sich da wahrscheinlich irgend so ein Spaßvogel gedacht hat. Gut, also du hast hier diese 5 Tasten, 1, 2, 3, 4, 5. Eine davon wird also angeschlagen. Das Ganze wird dann 4-mal wiederholt. Es wird also immer zufällig eine dieser 5 Tasten angeschlagen und dann entsteht eine Melodie. Die Aufgabe: zeigen Sie rechnerisch, dass 625 verschiedene Melodien erzeugt werden können. Gut, das ist Kombinatorik. Und ja, wir machen jetzt ja 4-mal. Und wenn du jetzt mal überlegst, also 1, 2, 3, 4, wie viele Möglichkeiten hast du jetzt für die erste Taste so gesehen? Das sind natürlich 5 Möglichkeiten, ja, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, es sind zunächst mal 5 Möglichkeiten. Für die zweite Taste hast du ja wieder alle 5 Möglichkeiten. Das ist auch ganz nett hier an dem Beispiel, dass also klar ist, es darf also auch CC vorkommen in dieser Kombination. Ja? Das heißt, du hast jetzt nicht nur 4 Möglichkeiten für die zweite Taste, weil A schon weg ist, sondern du hast wieder 5 Möglichkeiten für die zweite Taste, weil das A, wie gesagt, immer noch dabei ist. Ja? Das heißt, für den zweiten erweitert sich das Ganze dann nochmal um 5 Möglichkeiten. Das heißt, du hast dann schon 5 mal 5 Möglichkeiten. Ja, und so geht das weiter. Du hast dann also insgesamt 5 mal 5 mal 5 mal 5 Möglichkeiten. Diese Aufgabe musst du ausrechnen und dann schauen, ob das wirklich 625 ist. Ja? Das musst du ja dann in dem Fall ohne Taschenrechner machen. Ja, 5 mal 5 ist 25, dann musst du nochmal 5 mal 5 rechnen. 25 mal 5, 25 mal 10 wäre 250, die Hälfte davon sind 125. Und dann musst du es nochmal 5 rechnen. 125 mal 5, das wäre ja 100 mal 5, also auf jeden Fall schon mal 500. Und dann noch 25 mal 5 dazu, das hast du ja hier schon ausgerechnet, also nochmal 125 obendrauf, also 500. Und dann noch 125 obendrauf, das sind 625 Möglichkeiten. Ja, mehr ist da nicht zu machen. Das ist die Lösung, das deckt sich genau hier mit dem, was du zeigen sollst. Ich hoffe, es war nachvollziehbar für dich. Lass mir sonst gerne unten noch eine Frage da. Schau dir meine anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.